Blackfoot Blade ist ein Kampfhubschrauberspiel, das Confetti innerhalb von 3,5 Monaten entwickelt hat. Der Titel enthält 6 auf Action getrimmte Missionen, unter anderem ein Tal, eine Wüste und eine Schneelandschaft. Ursprünglich sollte das Projekt zeigen, wie Spiele auf einem Ultrabook mit Touch-Steuerung aussehen können. Mittlerweile dient Blackfoot Blade als Anschauungsobjekt für die Post-Processing-Middleware-Pixel-Puzzle von Confetti. Sie wird an Spieleentwickler lizenziert und ermöglicht vielfältige Nachbearbeitungseffekte. Pixel-Puzzle basiert vollständig auf Compute-Berechnungen und arbeitet daher besonders schnell. Die Post-Processing-Lösung ermöglicht eine cineastische Tiefenunschärfe. Diese zeichnet entfernte oder nahe Objekte weich und simuliert damit die Fokussierung des menschlichen Auges oder einer Kamera auf bestimmte Punkte. Das Bokeh ist anpassbar, die Silhouette von unscharfen Objekten kann gerundet, eckig oder sternenförmig dargestellt werden. Die Middleware kann auch skotopisches Sehen simulieren. Das Bild färbt sich bei Nacht leicht bläulich. Bei Tageslicht überstrahlt die Sonne manche Bildbereiche. Pixel Puzzle ist sogar in der Lage, nachträglich einen hohen Kontrastumfang samt Dynamikkompression zu berechnen. Dadurch wirken die Lichtverhältnisse deutlich realistischer. Die Post-Processing Middleware ist für PCs mit DirectX 11 Grafikkarten, die PlayStation 4 und die Xbox One gedacht. Blackfoot Blade wird wahrscheinlich auf der Microsoft-Konsole veröffentlicht.